Gedankentanken realisierte die erste Hamburger Rednernacht, in der unter anderem Steve Kröger als Motivationsexperte und Vortragsredner auftrat. Er brachte den Zuhörern nahe, wie sie mit Leichtigkeit ihren persönlichen Gipfel erreichen können. Also die Seven Summits, das ist ein Begriff aus der Bergsteigerszene, also Seven von sieben und Summits von Gipfel, und meint den jeweils höchsten Berg auf allen sieben Kontinenten. Also ich bin ja 2007 mit diesem Projekt gestartet, das habe ich 2007 gemacht, weil das war so ein Kindheitstraum von mir. Also auch mein Vater hat mich einfach mal gefragt, Steve, was möchtest du später einmal werden? Da war ich 5 Jahre alt, konnte ihm keine klare Antwort geben, aber ich hatte ein ganz klares Bild von meinem geistigen Auge. Und das waren schneebedeckte Berggipfel. Und 25 Jahre später, das war 2007, war ich 30, da habe ich mich entschieden, diesen Kindheitstraum zu realisieren. Ich war, was ganz, ganz wichtig ist, ich war vorher noch nie Bergwandern, ich war noch nie in den Alpen, hatte noch nicht mal Wanderschuhe. Aber 2007 habe ich einfach gesagt, jetzt möchte ich die nächsten 7 Jahre meines Lebens investieren, um diesen Traum zu realisieren. So, das war schon. Und das habe ich gemacht von 2007 bis 2014 und letztes Jahr habe ich dieses Projekt beendet. Ja, Fazit bleibt, dass es wichtig ist, und das ist auch das, was ich in meinen Seminaren und Vorträgen und Büchern den Leuten versuche mitzugeben, es lohnt sich, an seinen Träumen dran zu bleiben. Weil ich gehe auch davon aus, dass jeder Mensch irgendein Bild in sich trägt, was noch nicht realisiert wurde. Und das sind so diese Bilder, die immer mal wieder auftauchen, ganz deutlich werden, da kommt ganz viel Farbe rein, das ist ganz präsent. Und dann gehen wir hin und sagen, ja, aber im Moment kann ich das nicht realisieren, weil ich vielleicht noch das und das machen muss, weil die Zeit im Moment schlecht ist. Aber gerade die Dinge, von denen wir das Gefühl haben, eigentlich müsste ich doch mal mich selbstständig machen. Eigentlich müsste ich doch mal die Marketing-Idee in meinem Unternehmen umsetzen. Eigentlich müsste ich doch mal die und die Veränderungen durchziehen. Privat oder beruflich, vollkommen egal. Eigentlich müsste ich doch mal. Das deckeln wir dann häufig, weil unser Kopf sagt, das ist richtig, dass wir das müssen, aber jetzt ist echt ein schlechter Zeitpunkt. Und mein Appell ist es, diesen Traum einfach mal eine Stimme zu geben und mal genau hinzuhorchen. Weil wenn irgendetwas regelmäßig wieder auftaucht, ein Gefühl, was wir haben, das Bild, was wir haben, ich glaube, dann lohnt es sich, dahin zu gehen, dran zu bleiben und das auf irgendeine Art und Weise zu realisieren. Also was ich ja seit 2007 mache, ist, ich fahre ein- oder zweimal im Jahr zum Kilimandscharo, zum höchsten Berg von Afrika, und besteige mit einem Team von 5 bis 10 Führungskräften und Unternehmern, besteige diesen Berg. Und während dieser Besteigung führe ich 7 Reflexionsworkshops durch. Das sind alles Workshops von meiner Seven Summit Strategie. Die Seven Summit Strategie ist ein mentales Trainingssystem für Einzelpersonen als auch Teams, damit sie mit Leichtigkeit ihre Ziele erreichen. Und in diesen Workshops geht es darum, gewisse Herausforderungen, vor denen die Teilnehmer im Moment stehen, einfach mal in einer ganz anderen Atmosphäre als zu Hause, in der Natur, mit anderen Leuten zu besprechen. Das heißt, jeder Teilnehmer geht so auf so eine Metaebene, bekommt ganz tolles Feedback, ganz tolle Ratschläge oder meinetwegen auch Erfahrungen geteilt von anderen Teilnehmern und zieht so ganz, ganz viel raus für seine eigene Situation. Das bedeutet, jeder, der mitkommt, steht irgendwie kurz vor einer Veränderung, privat oder beruflich, ist mittendrin in einer Veränderung oder ist gerade bei einer Veränderung abzuschließen. Ja, gerade auch so unternehmerische Entscheidungen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, da ist es schwierig, die in dem Alltagswahnsinn mit einem klaren Kopf mal zu durchdenken. Wenn es um wichtige Entscheidungen geht, ist mein Tipp, mal rauszugehen, in die Ruhe. Mein Weg ist es, das am Kilimandscharo zu machen, in der Natur und auch über die körperliche und mentale Ausbelastung, weil da kriegen sie auch nochmal ganz, ganz viel Klarheit über die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und dann kommen die Leute mit ganz viel Klarheit und Mut für ihre nächsten Schritte, privat und beruflich, im Alltag wieder zurück. Also natürlich hat jeder den Wunsch, irgendwo, vielleicht, na, das stimmt nicht. Die Leute, die bei mir mitkommen, die wissen ganz genau, mit was für einer Philosophie ich das angehe. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Team auf der einen Seite ganz oben anzukommen. Ich weiß aber auch, dass das Kilimandscharo-Projekt eine Sache ist, die ist nicht nur abhängig vom Equipment, nicht nur abhängig vom Team, nicht nur abhängig vom Equipment, sondern sie ist auch einfach mal abhängig von einer genetischen Disposition. Das bedeutet, wie gut der Körper eines Teilnehmers mit dem wenigen Sauerstoff in der Höhe umgeht, das ist eine Entscheidung des Körpers, der Genetik. Das bedeutet, was ich von meinen Teilnehmern erwarte, ist nicht, dass sie auf den Gipfel kommen. Das nicht. Aber es gibt eine Sache, die ich von meinen Teilnehmern erwarte, und das ist es, während der Gipfeletappe das abzurufen, was sie in diesem Moment, an diesem Tag, in dieser Nacht auf dem Weg zum Gipfel abrufen können. Wie weit sie das trägt, rein geografisch Richtung Gipfel, das ist vollkommen egal. Entscheidend ist, dass sie alles Mentale, alles Emotionale, alles Körperliche in diesem Moment abrufen und die Bereitschaft dazu mitbringen, das zu tun. Wenn jetzt jemand umdrehen muss oder will, aus gesundheitlichen Gründen, die Gesundheit, safety first, das ist die Grenze. Bis dahin kann man viel machen. Aber wenn es dann dazu kommt, dass jemand umdrehen muss aus gesundheitlichen Gründen, dann bekommt er einen Guide an die Hand, wird sicher runterbegleitet bis zum nächsten Camp, dort ist er sicher. Und
dort. Und in dieser Situation des Umdrehens steckt ja auch ganz, ganz viel Potenzial, weil Ziel erreichen ist einfach. Mit Erfolg umzugehen ist einfach. Aber umzugehen auf einmal mit einer erfahrenen Grenze am Berg oder im Leben, in meinen Fähigkeiten, damit umzugehen, da steckt ganz viel Potenzial, weil man dann nochmal ein ganz anderes Gefühl für sich selber bekommt, für seine Persönlichkeit und klarer wird auch im Handeln dadurch. Ja, das glauben viele. Ja, ja, das ist jetzt die Frage, ob diese Denke halt noch Sinn macht. Ne? In meinem Seven Summits Projekt habe ich ja alle Berge, wie gesagt, ich war vorhin in den Bergsteigen und bei den höchsten Bergen unserer Kontinente war ich immer beim ersten Anlauf oben auf dem Gipfel, bis auf zwei Berge, Höchstberg von Alaska und beim Mount Everest. Bei beiden bin ich aus freien Stücken bewusst umgedreht. Das war meine Entscheidung. Und zurückblickend habe ich bei diesem Umdrehen mehr gelernt, als bei den Situationen, wo ich auf dem Gipfel war. Mein Seven Summits Projekt hatte, würde ich sagen, zwei, drei Phasen. Die erste Phase brauchte ich, zu verstehen, was ich alles kann. Die zweite Phase, so bei den mittleren Bergen, brauchte ich, um zu verstehen, was ich nicht kann. Und die dritte Phase brauchte ich, um für mich zu verstehen, was ich nicht will. Am Berg und in meinem Leben. Ja, und ich glaube daran, dass man Ziele erreichen kann und das mit viel Leichtigkeit. Und jede Führungskraft, jeder Unternehmer darf sich mal die Frage stellen, welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen für meinen beruflichen Erfolg? Jeder Beruf oder jeder Erfolg im Beruf, dafür muss man einen Preis bezahlen. Und jeder muss für sich die Klarheit haben, welchen Preis bin ich bereit zu bezahlen. Manchmal fordert der berufliche Erfolg einen höheren Preis, als ich eigentlich bereit bin. Ob das die Gesundheit ist, ob das meine Familie ist, ob das mein Glücksgefühl ist. Und da darf ich dann mal hinhören, ob das noch so in Balance ist. Das ist jetzt im Moment ist wirklich so, das ist eine große Herausforderung für mich. Ne? Weil das, was ich da in den letzten 7 Jahren gemacht habe, auf den höchsten Bergen unserer Kontinente, so rückblickend, kann ich schon sagen, das war eine schöne Ego-Nummer. Ne? Ich musste nicht auf niemanden und irgendwie Acht geben, sondern ich habe da mein Projekt, meinen Traum einfach gnadenlos realisiert. Jetzt bin ich Papa geworden. Das bedeutet, ich habe auf einmal Verantwortung, nicht nur für mich, sondern auch in dieser Klarheit und Deutlichkeit und Intensität für einen anderen Menschen, wie ich sie vorher nicht hatte. Das heißt, ich persönlich bin da auch in einem ganz starken Veränderungsprozess. Es ist jetzt 4 Wochen her, dass der Kleine zur Welt gekommen ist. Meine Frau und ich, wir sind total happy, merken aber auch, es braucht für uns in dieser Dreierkonstellation noch irgendwie Zeit, damit wir uns jetzt aufeinander eingrooven. Bringt mich im Moment so ein bisschen an meine Grenzen. Nicht positiv oder nicht negativ, sondern ich merke, da passiert jetzt was mit mir, dass meine Persönlichkeit jetzt noch mal ein bisschen geweitet wird, meine Blickwinkel verändern sich und unterm Strich erwarte ich dadurch aber auch einen positiven Effekt auf mein Berufsleben. Weil wenn auf einmal weniger Zeit zur Verfügung steht für meinen beruflichen Erfolg, weil ich will ja auch Zeit als Papa mit meinem Kleinen verbringen, ist ja klar, ne? Wenn ich auf einmal merke, mir steht im Beruf weniger Zeit zur Verfügung, dann fordert das ja den Gedanken, was ist denn bei meinem beruflichen Tun im Alltag, um auch da erfolgreich zu bleiben oder auch erfolgreicher zu werden, meinetwegen noch, was ist denn da jetzt wirklich wesentlich? Weil jede Führungskraft, jeder Unternehmer kennt die Situation, dass der stapelweise Arbeit, Projekte auf dem Tisch hat und er nicht weiß, wo er anfangen soll und wo er aufhören soll. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, mir ist das Privatleben auf irgendeine Art und Weise auch ein Stück weit wichtig, um die Balance zu finden, dann muss ich mir im Alltag, im beruflichen Alltag die Frage stellen, was von all dem, was ich hier gerade angehe, ist jetzt eigentlich wirklich wesentlich? Ja? So, und das ist das, was bei mir privat gerade passiert. Ich bin fokussierter. Ich bin klarer in meinem Handeln. Weil vorher war es so, jetzt ohne dass ich Papa war, ich habe alle Projekte gemacht. Weil ich bin natürlich auch so leicht begeisterungsfähig und das unterstelle ich auch mal Unternehmern zum Beispiel, die es toll finden, Sachen neu aufzubauen und so weiter und so fort. Ich stelle mir jetzt dreimal die Frage, bevor ich in ein neues Projekt einsteige, ist das jetzt wirklich notwendig? Ne? Muss das jetzt wirklich sein? Und ist das notwendig, um dahin zu kommen, wo ich hin will? Und ist es auch notwendig, um das Leben zu führen, was ich wirklich möchte? Ne? Also ich möchte nicht sagen, dass ich langsamer bin. Ich bin wesentlich fokussierter im Alltag. Na, im Moment ist es so, Leichtigkeit gibt es auf vielen verschiedenen Ebenen und in vielen verschiedenen Momenten und so. Ich habe das in meinem Leben immer ausreichend gehabt und auch immer wieder neu aufgefrischt und erarbeitet. Jetzt durch diesen starken Veränderungsprozess, auch der ja in mir im Moment stattfindet, muss ich schon gucken, wie ich das Ganze arrangieren darf, ne, mit mir, mit meiner Frau, meinem Kind, dass da die Leichtigkeit oben bleibt. Ne? Aber jede Veränderung ist ja erstmal ein Invest an Energie, an Zeit,
an Aufmerksamkeit. So, und im Moment geben wir viel rein, um die Rahmenbedingungen wieder so zu kreieren, dass wir alle Spaß mit haben. Ne? Das heißt, auch jetzt bin ich gerade dabei, wieder zu gucken, Leichtigkeit auf dem gleichen Level zu halten. Die Rednernacht generell, jetzt finde ich ja zum ersten Mal in Hamburg statt, ist prinzipiell ein ganz, ganz tolles Format. Ne? Ein tolles Format für jeder, der der Meinung ist, er kann neue, frische Gedanken auftanken, um sich inspirieren zu lassen. Hier ist eine Vielfalt an Rednern, jeder mit seinem eigenen Style, jeder mit seinen eigenen Inhalten und Input, dass dieses Event hier jetzt in Hamburg stattfindet, das ist erstmal ein Gewinn für alle. Ja? Deswegen, also ganz klar, wenn jemand Teams führt, wenn jemand Unternehmen führt, wenn jemand persönlich sagt, er will sich weiterentwickeln, was er hier bekommt auf der Rednernacht, ist Entertainment auf jeden Fall. Und gepaart, und das ist ja das Spannende, gepaart mit geistigen, inspirierenden Input für sich persönlich oder für sein Unternehmen.